Ich möchte kurz hinweisen auf unsere letzte Botschaft von unserem Pastor Eckhardt. Kann ich wirklich nur ans Herz legen und empfehlen. Die könnt ihr auf YouTube, auf unserem Channel nachhören. Und zwar, Deutschland braucht Jesus. Und ich glaube, wir können dazu alle Amen sagen, oder? Deutschland braucht Jesus. Und ich möchte heute weitermachen. Deutschland braucht natürlich Jesus, aber Deutschland braucht auch echte Väter. Und ich möchte heute mit euch über Vaterschaft sprechen und die Wichtigkeit von echten, wohlgemerkt, echten Vätern in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Familien. Und diese Väter brauchen auch ein Vorbild, und wir haben das perfekte Vorbild, nämlich unseren himmlischen Vater. Und Gott möchte unser Land wieder ganz neu heimsuchen, unser Land segnen. Und der Segen steht und fällt mit gesunden, guten und starken und echten Vätern. Und da werden wir heute uns eine Bibelstelle anschauen. Aber zunächst möchte ich mit einer Geschichte beginnen oder einem Ereignis. Und zwar ist das in Frankreich passiert, in der Stadt Annecy in Südfrankreich. Und was ganz Schlimmes eigentlich. Ihr könnt mal das Bild von diesem Mann einblenden, der da maßgeblich beteiligt war, der Henri. Das ist der Henri, und der wird auch als der Rucksackheld bezeichnet. Und Folgendes hat sich dort zugetragen: an einem Spielplatz in einem Park ist ein Mann, der in dem Flüchtlingsheim gewohnt hat, das in der Nähe dieses Parkes war. Dieser Mann, ein verrückter Mann, ist mit dem Messer auf diesen Spielplatz gegangen und hat Kinder abgestochen und auch Frauen. Ja, der hat angefangen, Kinder abzustechen, und insgesamt waren es 4 Kleinkinder zwischen 2 und 3 Jahre und 2 Mütter, die es erwischt hat. Und die Tragik in dem Ganzen war, dass es Männer dort gab. Die einen sind abgehauen, weil sie Angst hatten und ihre eigene Haut retten wollten. Der andere Mann hat ein Video gedreht vom Busch aus, ja, und andere haben einfach nur tatenlos zugesehen. Und dann war da dieser Henri. Und dieser Henri war eigentlich einfach so eine Art Pilger, Christ, hat Kathedralen besucht und hat dann zufälligerweise das beobachtet, wie dieser Mann auf Kinder eingestochen hat, und hat seinen Rucksack genommen, ist nicht abgehauen, hat sich nicht passiv hingestellt, sondern ist auf diesen Mann zugerannt, hat sich vor die Kinder gestellt, hat seinen Rucksack genommen, hat ihn geschlagen und hat ihn in die Flucht geschlagen, hat dann den Rucksack vor seine Brust genommen, um sich da zu schützen vor diesem Messerstecher, und hat ihn am Ende in die Flucht geschlagen. Er wurde dann gefasst. Und am Ende waren natürlich 3 oder 4 dieser Opfer in Lebensgefahr, aber er konnte Schlimmeres verhindern. Und dann wurde er gefragt, weshalb er hier dazwischen gegangen ist, weshalb er Verantwortung übernommen hat. Und dann hat er Folgendes gesagt: Mein christlicher Glaube hat mich dazu gedrängt zu handeln. Jeder hätte so handeln müssen, und ich war einfach gerade an Ort und Stelle. Und ich finde es stark, ja. Aufgrund seines christlichen Glaubens hatte er den Mut, dazwischen zu gehen und nicht abzuhauen, wie viele andere Männer es taten. Aber leider ist genau das Problem in unserer Gesellschaft, nicht nur in Frankreich, sondern ich würde mal sagen grundsätzlich, dass wir Männer haben, die abhauen, anstatt dazwischen zu gehen, die keine Verantwortung übernehmen, anstatt Verantwortung zu übernehmen und ihr eigenes Leben damit auch aufs Spiel zu setzen. Und ich glaube, das ist auch so der Fokus bei uns in der Gemeinde. Wir wollen Männer sehen, wir wollen Männer nicht nur sehen, sondern auch aufbauen, die Frauen und Kinder segnen, schützen und sich vor sie stellen. Weil das ist die Art von Männer, die unser Land auch braucht, die Deutschland braucht. Männer, die ihren Platz einnehmen, Männer, die einen Stand haben, Männer, die aufgrund von gesunden und guten Überzeugungen handeln und nicht aus Eigennutz und nur um sich selbst drehen. Und es gibt 2 Arten von Männern. Es gibt einmal passive Männer und es gibt aktive Männer. Und passive Männer sind eben oft Teil des Problems, denn sie lassen das Böse gewinnen. Aktive Männer hingegen, die stellen sich dazwischen, denn sie wissen, dass das Böse niemals von selbst aufhören wird. Das Böse wird niemals von selbst aufhören, und aktive Männer wissen das, und deswegen übernehmen sie Verantwortung, wenn sie Böses und Ungerechtigkeit sehen. Und ich glaube, die Not in unserem Land war selten größer, für Väter jetzt aufzustehen, um sich gegen das Böse zu stellen, um Frauen und Kinder zu beschützen.
Frauen und Kinder zu beschützen. Das ist nämlich die Aufgabe von Männern. Ja? Es gibt da so einen lustigen Clip, der kursiert in den sozialen Medien. Da wird die Titanic in der heutigen Zeit nochmal, das Ereignis der Titanic in der heutigen Zeit nochmal dargestellt. Ja? Und dann hieß es ja, ne, damals, Frauen und Kinder zuerst, aber aufgrund der jetzigen Situation und des Feminismus Männer zuerst. Ja? Männer dürfen zuerst in die Rettungsboote und die Frauen müssen zurückbleiben und müssen, ne? Und dann die Frauen so, hey, stopp, nee, das ist doch nur so ein Gelaber, was wir da, ne? Dieser Feminismus und alles. Also nein, aber jetzt wollen wir wirklich erstmal in die Boote rein, ja? Und dann die Männer, hey, ich liebe 2023, ja? Und sitzen da im sicheren Boot und die Frau so am Untergehen, oh Schatz. Also das ist tragisch eigentlich, ja, das wird hier lustig dargestellt, aber das ist vorherrschend in den Köpfen der Menschen heutzutage und ist eigentlich traurig, weil die Maskulinität und Männlichkeit falsch verstanden wird. Und wie gesagt, also kulturell, physisch, geistlich, seelisch und psychisch betrachtet brauchen wir Männer, die bereit sind, dazwischen zu gehen und bereit sind, das Nötige zu tun, um Frauen und Kinder zu erbauen und zu segnen. Und zwar auf allen Ebenen, auf psychischer Ebene, physischer Ebene, kultureller Ebene, seelischer Ebene, auf geistlicher Ebene brauchen wir Männer, die sich schützend vor Frauen und Kinder stellen und die Verantwortung übernehmen in dem Bereich, wo sie Verantwortung haben, nämlich vor allem in der Familie, um ihrer Familie gut vorzustehen. Und ihr wisst, die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und wenn Familie kaputt geht, geht unser Land kaputt. Wenn die Familie nicht mehr präsent ist und existent ist und gesund ist, wird das automatisch, unweigerlich Auswirkungen haben auf unser Land. Und das möchte ich untermauern mit einer Bibelstelle aus Malachi 3. Und zwar sind es die letzten Worte des Alten Testaments, bevor es die 400 Jahre des Schweigens gab von Gottes Seite. Also Gott hat danach 400 Jahre geschwiegen und dann erst mit dem Kommen des Johannes des Täufers und Jesus hat Gott wieder gesprochen. Also 400 Jahre gab es eine Zeit im Volk Israel, wo Gott nicht gesprochen hat. Und ich vermute mal, das, was du sagst, bevor du planst, sehr lange zu schweigen, scheint doch das Wichtigste zu sein, oder? Also es müssen ganz, ganz wichtige Worte gewesen sein, bevor 400 Jahre des Schweigens kamen, weil Gott wusste ja, was er tat. Es ist ja nicht so, dass er einfach auf einmal 400 Jahre nichts zu sagen hatte, sondern es war in seinem Plan, 400 Jahre zu schweigen. Also war etwas gesagt worden, was sehr, sehr wichtig ist und eine neue Zeit einläuten soll. Malachi 3, und zwar ab Vers 23, da steht, siehe, ich will euch senden, dem Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Also, sieh, ich will euch senden, dem Propheten Elia. Letztendlich wird das ein Mann sein namens Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war dieser, der hatte den Geist des Elias auf sich, ja, der Cousin von Jesus, der den Weg von Jesus im Endeffekt vorbereitet hat, der sein Kommen vorbereitet hat. Ja. Und wieso der Geist des Elias eigentlich? Also Elia, müsst ihr wissen, war ja ein Mann, erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist war auf ihn und somit war der Geist der Wahrheit, der Kühnheit, der Demut und der Hingabe auf diesen Mann. Ja. Und das ist, den Geist Elias zu tragen, bedeutet, den Heiligen Geist in sich zu haben, weil der macht dich mutig. Lasst uns einfach mal in die Apostelgeschichte schauen. Ja, die Jünger von Jesus, die Apostel, waren vor der Geistestaufe ängstliche Typen, sind abgehauen, haben ihren Stand nicht eingenommen. Aber als sie erfüllt waren vom Heiligen Geist und nicht nur erfüllt waren zu ihrem Heil, sondern als auch die Kraft von oben auf die Jünger gefallen ist in diesem Obergemach, da haben sie nicht nur danach in Sprachen geredet, sondern sie sind, Kühnheit ist auf sie gekommen, übernatürlicher Mut, wirklich ihr Leben einzusetzen für das Gute, ihr Leben einzusetzen für das Heil, das den Menschen zugesagt ist, wenn sie an Jesus glauben. Und deswegen haben sie dann in Kühnheit gepredigt. Und deswegen sind die meisten von den
Aposteln den Märtyrertod gestorben. Die waren so mutig, dass sie gesagt haben, mein Leben ist nicht so viel wert wie diese Botschaft, die verkündet worden ist. Oder was heißt es nicht so viel wert, sondern das andere ist mir wertvoller als mein eigenes Leben. Und ich bin bereit, alles hinzulegen, damit Menschen durch mich gesegnet werden, dass Menschen durch mich Schutz erfahren durch Jesus Christus. Und so haben sie alles Mögliche. Ich meine, Paulus, wir lesen das, ja, was der alles auf sich genommen hat an Verfolgung, an Schmach. Also es kommt Kühnheit. Und so möchte ich dir sagen, auch auf dir liegt der Geist des Elia. Auch du hast genau diesen Heiligen Geist in dir, der dich befähigt und verändert, um wirklich ein Mann und eine Frau Gottes zu sein, die ihren Platz einnimmt in der heutigen Gesellschaft. So, und was wir hier sehen, ist eben, dass Gott es sehr wichtig ist, dass das Herz der Väter sich hinwendet zu den Kindern und das Herz der Kinder sich hinwendet zu den Vätern. Und hier heißt es dann, wenn das nicht der Fall ist, wenn diese Herz-zu-Herz-Connection nicht stattfindet, wird das Land, wird die Nation mit dem Bann geschlagen. Was bedeutet das? Die Nation steht dann unter Fluch, wenn das nicht geschieht. Und ich bin froh, dass hier zumindest in unserer Gemeinde und in vielen Gemeinden auf dieser Welt das Segen da ist, weil genau das geschehen ist. Weil das Herz der Väter sich zu den Herzen der Kinder zugewandt hat und andersrum genauso. Und da wird Segen freigesetzt. Wenn diese Herz-zu-Herz-Verbindung da ist, dann wird eine Gemeinde gesund sein. Eine Gemeinde wird wachsen, auch ganz natürlich, Kinder werden geboren, ja, und es werden genügend Finanzen da sein in einer Gemeinde. Es werden einfach Dinge gut laufen, wenn dieses Problem behoben ist, wenn diese Distanz überbrückt ist, wenn echte Herz-zu-Herz-Beziehung und Liebe stattfindet. Dann wird man auch durch Krisen viel besser gehen und man wird alles viel besser meistern. Aber warum ist das so? Weil der Segen Gottes dorthin befohlen ist. Aber wenn das nicht so ist, und jetzt schauen wir einfach mal raus in die Welt, raus nach Deutschland, wo das nicht so ist, wird Fluch kommen. Und genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, wird stattfinden. Und das ist genau, was wir gerade sehen. Auf allen Ebenen, Deutschland geht es immer schlechter. Warum ist das so? Weil im Prinzip Familie dekonstruiert werden soll und zerstört werden soll. Wo Regierung überhand nimmt in einem Land und wo Zuchtmeister, Lehrer und Leute, die für die Erziehung zuständig sind, die aber nicht dieses Vater- und Mutterherz haben, aber einfach auf ganz natürliche Art und Weise, wo das wächst, ja, und wo Väter immer weniger werden in einem Land, dort gerät etwas in Unordnung, dort wird Fluch hineinkommen. Und das ist einfach eine Sache, die du beobachten kannst überall. Ja? In einer Zeit, wo es viele Väter gab, die wirklich Verantwortung übernommen hatten, ja, und auch gearbeitet haben, sich gekümmert haben um ihre Familien, ja, da ging es der Gesellschaft auch besser. Aber da, wo das nicht mehr der Fall ist, wo Väter keine Verantwortung mehr übernehmen, wo Väter immer mehr sich um sich selbst drehen, immer mehr am PC hocken, Videogames spielen und so, die ganzen Videospiele spielen und die ganze Zeit nur irgendwo rumdaddeln am Handy, dort wird genau das Gegenteil passieren. Der Gesellschaft wird es am Ende schlecht gehen. Und dorthin ist Fluch befohlen von Gott. Klar, und das hört sich jetzt alles sehr tough an. Aber im Endeffekt, was möchte Gott hier tun? Also wie tut Gott das? Wie versucht er, die Herzen zueinander zu bringen? Das Herz der Väter zu den Kindern, das Herz der Kinder zu den Vätern. Indem das Wort Gottes in der rechten Art und Weise gepredigt wird. Weil das ist, was Männerherzen wirklich verändern kann. Es sind nicht ständige Appelle der Ehefrau. Es sind nicht die ganze Zeit irgendwelche, das hättest du und das solltest du und überhaupt. Und auch keine Kurse, die du sonst wo besuchen kannst, wie du ein besserer Vater wirst, sondern das Wort Gottes, wenn es in der rechten Art und Weise gepredigt wird, dringt tief hinein in das Männerherz und verändert ihn von innen nach außen und macht ihn zu einem liebevollen, starken, guten Vater und Ehemann. Nur das Wort Gottes kann es, wenn es ordentlich gepredigt wird, wenn das volle Evangelium gepredigt wird, das ist etwas, was dann Glaube erzeugt im Mann. Also mit anderen Worten, es ist Gott, der das Herz des Mannes verändert.
Er nimmt das Messer und er fängt an, das Herz zu operieren. Und das ist, was passiert. Das Herz wird operiert. Und das Schöne ist ja, dass wir einen Vater haben, mit dem wir Männer uns identifizieren können. Und wir haben einen Sohn, Jesus Christus, der uns gerettet hat. Also haben wir eigentlich perfekte Vorbilder. Und wir müssen uns einfach an ihn orientieren. Und ich weiß natürlich, dass viele gelitten haben oder nach wie vor leiden aufgrund dessen, dass sie entweder gar keinen biologischen und leiblichen Vater hatten oder vielleicht hatten sie einen, der aber nicht sonderlich gut war und kein gutes Vorbild gelebt hat. Weil wie verändern sich Männer vor allem? Nicht durch Theorie, dass du im Klassenzimmer sitzt und einfach nur zuhörst, sondern Männer müssen sehen, kleine Jungs müssen sehen, erleben, sie leben und lassen sich verändern durch ein Vorbild, das ihnen gegeben ist. Deswegen braucht es starke Väter, damit es in der nächsten Generation wiederum starke Väter gibt. Und jetzt sitzt du vielleicht hier als Frau und denkst dir, okay, was hat die Botschaft eigentlich mit mir zu tun? Glaub mir, ich glaube, du bist sehr, sehr dankbar, wenn starke Väter aufstehen in unserem Land, in deinem Umfeld, wenn deine Kinder einen starken Vater haben und du einen starken Ehemann hast. Oder eben einen starken Opa an deiner Seite. Ja? Also es ist total wichtig, diese Botschaft ist wichtig für uns alle. Aber natürlich wollen wir uns heute ein bisschen auf die Männer fokussieren. Und wenn das Wort Gottes in der richtigen Art und Weise gepredigt wird, aktiviert und transformiert es eben die Männer. Und Gott wird das benutzen. So, jetzt gehen wir nochmal in den Vers 24. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit in Bann schlage. Also nochmal, ganz, ganz wichtig, wir Männer sind ein Garant für den Segen Gottes. Wenn wir erfüllt sind durch den Heiligen Geist und den Vater im Himmel als Vorbild haben und unser Herz verändern lassen. Und ich bin so dankbar, dass ich heute das Privileg habe, zu echten Männern zu predigen. Ja? Und ich bin auch dankbar, dass wir Männer in unserer Gemeinde haben, die belehrbar sind. Weil was hilft es, zu einem unbelehrbaren Mann zu sprechen, weil das prallt einfach ab an ihm. Aber wenn du belehrbar bist, bedeutet, wenn du demütig bist, wenn du wirklich dich hin verändern willst in das Bild von Jesus, in das Bild des himmlischen Vaters, bist du offen und lässt dir auch was sagen von Gott. Und da bin ich dankbar, dass das in unserer Gemeinde der Fall ist. Leider ist es oft nicht der Fall, weil viele Männer stolz sind, dass es nicht mehr schlimmer geht. Und da ist so eine Herzenshärte, da ist so eine Unbelehrbarkeit, da ist so eine Rechthaberei und Besserwisserei. Ja? Und das ist etwas, was Gott nicht gefällt und das ist etwas, was den Segen Gottes auch aufhält. Und deswegen lasst uns wirklich demütigen Herzen sein und belehrbar bleiben in unserem Herzen. Das gilt natürlich auch für die Frauen. Und ich möchte euch jetzt mal ein paar Statistiken mitgeben über den wahren Zustand unseres Landes. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit der Wahrheit konfrontieren und mit der Realität konfrontieren, weil wenn wir sie nicht akzeptieren, wie sie ist, können wir auch nichts verändern. Also, das ist die Realität, einige Statistiken. Über 2,3 Millionen Kinder wachsen mit nur einem Elternteil auf in Deutschland. Die meisten davon wachsen mit der Mama auf. Also ich glaube, weit über 80% wachsen nur mit Mama auf. Was natürlich dann auch bedeutet, der süddeutsche Stand, ein Kind kann in unserem Lande leicht 10, 11 Jahre alt werden, bevor es das erste Mal auf eine männliche Bezugsperson stößt. 10 bis 11 Jahre, um überhaupt das erste Mal einen Mann zu sehen. 96% der Erzieher in Kitas und in Horten sind weiblich. 75% aller Lehrer an Grundschulen sind weiblich. Wo sind die Männer? Und ich glaube, das ist eine große Lüge, dass die Erziehung und das Lehren den Frauen, Frauensache ist. Das ist eine große Lüge. Wir Männer sind verantwortlich. Wir Männer haben Verantwortung für Kinder. Kinder ist nicht Frauensache. Wir sagen, das macht die Frau. Für die Erziehung ist die Frau zuständig. Nein, der Mann ist für die Erziehung zuständig. Und er kooperiert mit der Frau. Und natürlich werden dann am Ende beide erziehen, aber das letzte Wort und die Hauptverantwortung hat immer der Mann. Weil der Mann das Haupt ist. Und die Frage stellt sich nicht, ist jetzt der Mann das
Haupt oder ist er nicht das Haupt, sondern ist er ein gutes Haupt oder ist er ein schlechtes Haupt? Weil er wird immer Haupt sein. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist, es ist ein fast schon eine Art Naturgesetz. Es ist so grundsätzlich Tatsache. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Genauso wie, dass ein Mann Autorität über der Frau hat. Warum ist es so? Weil ein Mann einfach biologisch gesehen stärker ist als eine Frau. Wenn jetzt ein Mann lange arbeiten muss und nicht mit dem Auto in die Arbeit gegangen ist und in der Nacht nach Hause laufen muss, der denkt sich nicht, oh nein, wie viel Uhr ist es jetzt schon? Oh nein, es wird immer später, ich habe Angst nach Hause zu gehen. Der stellt sich nicht diese Frage, weil ein Mann einfach da nicht Angst hat. Bei einer Frau, und das ist ganz normal und ganz natürlich, stellt sich die Frage, oh Mann, es wird immer später. Und am Ende, wenn du nachts, wenn Mann und Frau sich nachts begegnen und sie sind fremd zueinander, wer hat Angst vor ihnen, von ihnen? Hat der Mann Angst oder die Frau Angst? Natürlich eher die Frau vor dem Mann als der Mann vor der Frau. Aber ansonsten ist es ganz normal, biologische Männer haben mehr Power, mehr Kraft, mehr körperliche Kraft. Das ist etwas, was Gott einfach per Schöpfung so festgelegt hat. Und das können wir nicht verändern und das ist allgemein die Wahrheit. Weshalb wir Männer mit dieser Autorität, die uns auf ganz natürlichen Weg gegeben worden ist, auch richtig gut umgehen müssen. Wie nutzen wir unsere Kraft? Das ist doch die wahre Frage. Nutzen wir unsere Kraft, indem wir versuchen zu dominieren, indem wir versuchen zu unterdrücken, indem wir versuchen, unseren Willen dem Schwächeren aufzuzwingen? Oder nutzen wir unsere Kraft, die uns von Gott gegeben ist, zu schützen, zu supporten, einfach da zu sein? Wie nutzen wir die Kraft? Das muss gesagt werden. Du hast Power. Sei dir deiner Power bewusst, aber nutze sie zum Guten. Dass Menschen, die in deinem Umfeld sind, nicht Angst vor dir haben, sondern dass sie sich beschützt und wohl bei dir fühlen, sicher bei dir fühlen. Das ist auch unser Job, wie dieser Henri. Wie hat er seine Kraft eingesetzt? Indem er sich vor die Frauen und die Kinder gestellt hat, indem er diesen Messerangreifer in die Flucht geschlagen hat, mit allem, was er war. Und er hätte natürlich auch getroffen werden können. Gott sei Dank, ja, Jesus war mit ihm und er wurde nicht getroffen. Ihm geht's gut. Aber das ist so der Prototyp und das ist jetzt auch nicht irgendwie so einer, der, so schaut er zumindest nicht aus, der 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio geht und voll die Power hat. Nein, aber er hat das Mindset, er hat das richtige Mindset. Er hat Testosteron, ja, und zwar genug davon, um dazwischen zu gehen. Ja, und die Tragik ist natürlich, und das ist jetzt auch eine weitere Statistik, die ich mit euch teilen will, von einem Schweizer Soziologen erstellt und betrifft ganz Europa, nicht nur Deutschland. Aus vaterlosen Familien stammen 63% der jugendlichen Selbstmörder, 74% der schwangeren Teenager, 90% aller Ausreißer und obdachlosen Kinder, 70% der Jugendlichen in staatlichen Einrichtungen, 85% aller jugendlichen Häftlinge, 76% aller Schulabbrecher stammen aus Familien, die keinen Vater haben. Es ist nicht schlimm. Und da sieht man mal, wie wichtig die Präsenz des Vaters in der Familie ist. Dann, es geht ja weiter, 75% aller Heranwachsenden in Drogenzentren und 88% aller verhaltensgestörten Kinder kommen aus vaterlosen Elternhäusern. Und jetzt gibt es da auch einen Angriff gegen die traditionelle Männlichkeit. Ich möchte es mal vorlesen. Traditionelle Männlichkeit wird als Stoizismus, Konkurrenz, Dominanz und Aggression gekennzeichnet. Sie sei als Ganzes schädlich. Männer, die so erzogen werden, würden weniger wahrscheinlich gesundes Verhalten zeigen. Und ich finde, das ist ein falsches Statement, um ehrlich zu sein. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Nämlich Stoizismus, was bedeutet das so negativ ausgedrückt? Im Endeffekt bedeutet das, ein Mann, der seine Gefühle kontrollieren kann, ist ein guter Mann. Der Herrschaft ausübt über seiner Seele. Ja? Konkurrenz, natürlich musst du konkurrieren können.
Das ganze Leben ist von Konkurrenz geschmückt, ja. Ob du im Sport bist, im Militär bist, am Arbeitsplatz bist, ja. Wir müssen doch mal auch die Realität uns anschauen. Männer konkurrieren miteinander. Ich sehe das jetzt schon mit meinen Kindern. Ja, der Levi will ständig aus allem einen Wettkampf machen. Wer ist der Schnellste beim Anziehen? Wer ist der Schnellste beim Treppenhochlaufen? Wer ist der Schnellste bei dem? Wer ist der Stärkste da? Und die Zoe, die sagt die ganze Zeit, ich habe keine Lust. Ich will nicht mitmachen. Weil dann der Levi immer sagt, ich habe gewonnen, auch wenn er verloren hat. Ja? So sind halt die kleinen Männer. Die wollen halt sich ständig messen, ja, und immer zeigen, wer der Stärkste ist. Und das ist ja auch was Positives. Das ist im Übrigen auch einfach in den Mann hineingelegt worden. Bei dem einen ist es stärker ausgeprägt, beim anderen ist es weniger stärker ausgeprägt. Aber grundsätzlich sind es einfach mal unsere von Gott gegebenen Voraussetzungen, die in uns schlummern. Deswegen ist Konkurrenz nicht schlecht. Dominanz ist auch nicht unbedingt schlecht. Du musst dich durchsetzen können, du musst eine gewisse Dominanz in der Geschäftswelt ausstrahlen, damit du auch wirklich weiterkommst. Dominanz kann schlecht werden, aber ist grundsätzlich erstmal kein grundschlechtes Verhalten. Und was mit Aggression gemeint ist, natürlich, es ist manchmal auch gut, gewisse Dinge aggressiv anzugehen. Es ist gut, die Steuererklärung aggressiv anzugehen, die zu machen. Es ist gut, den Haushalt aggressiv anzugehen und deine Wohnung sauber zu machen. Halleluja. Es ist gut, wenn du arbeitslos bist, aggressiv auf Arbeitssuche zu gehen. Amen. Es braucht Männer, die Aggression in sich tragen, die unzufrieden sind mit ihrem desaströsen Ist-Zustand. Die braucht's. Aggression gegen andere Menschen ist natürlich immer falsch. Ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen erstmal nach innen arbeiten. Aber eine gewisse Aggression ist nicht unbedingt schlecht. Also sag ich, nein, diese traditionelle Männlichkeit ist nicht schlecht, so wie es jetzt immer gepredigt wird, sondern sie ist gut. Aber sie muss in die richtigen Kanäle gebracht werden. Sie muss ordentlich kanalisiert werden. Und das ist etwas, was Gott tut mit uns. Es ist der Heilige Geist, der das wirkt in uns. Und es sind eben dann gute männliche Vorbilder in der Familie oder dann eben auch in der Gemeinde. Gott sei Dank gibt es die Gemeinde. Weil wo sonst sollen noch Söhne, Jungs gute männliche Vorbilder finden? Ja, Royal Rangers, ganz genau. Hey, die Pfadfinder, amen. Yes, woo. Also ich war auch bei die Pfadfinder. Ich war jetzt nicht der Beste, muss ich sagen. Aber mein Bruder, der war ein richtig krasser Ranger, muss ich sagen. Ich war dann dafür beim Bund und habe da mal ein bisschen so übernachtet im Freien. Aber mit Waffe, ihr Lieben. Das kann man bei den Rangern nicht machen. Ne? Ein Messer hat man immer am Start. Nee, aber es ist definitiv gut. Wir brauchen solche Institutionen. Ja, Rangers ist eine super Sache, weil da lernst du einfach, deinen Mann zu stehen. Aber natürlich auch Sportvereine. Sportvereine, glaubt mir, das ist mega gut. Gerade Fußball, so viele Trainer, die Väter sind, Männer sind, die sagen, ey, ich möchte den Jungen was beibringen. Sowas ist gut, sowas ist positiv. Genau. So, ich möchte euch 4 Arten von Väter vorstellen, die wir in unserer Kultur beobachten können. Der erste, erstens, einige Väter sind nicht da. Zweitens, einige Väter sind da, aber passiv. Drittens, einige Väter sind da, aber ausfällig oder gar missbräuchlich. Und einige Väter sind da, die sind aktiv, die sind gesund. Und über diese Art von Vätern möchte ich reden mit euch. Die anderen nicht. Aber zunächst vielleicht noch zum ersten Punkt. Einige Väter sind nicht da. Wisst ihr, die Tragik ist, Väter sind immer gesetzt, nicht die Tragik, das ist eigentlich keine Tragik, aber tragisch ist, wenn die dann nicht da sind. Väter sind immer gesetzt, um Einfluss auszuüben auf die Kinder. Immer. Ein Vater hat Einfluss aufs Kind, ob du das willst oder nicht. Und wenn ein Vater nicht präsent ist im Leben eines Kindes, wird er auch Einfluss ausüben auf dieses Kind. Einen schlechten, weil er nicht da ist. Weil das Kind immer auf der Suche nach dem Vater sein wird. Kennt ihr diese ganzen Shows noch von früher, ja? Auf RTL und sowas, ja? Diese ganzen Talkshows, wo dann quasi Kinder auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater waren und die dann irgendwie gab es dann diese Talkshows, die dann das organisiert haben, dass die einander finden. Und es war oft ein richtig, richtig herzliches und herzzerreißendes Wiedersehen oder Begegnung, überhaupt die erste Begegnung vielleicht.
Aber ganz schlimm ist auch, dass viele ihren leiblichen Vater aufgesucht haben und sie nicht das vorgefunden haben, was sie vorfinden sollten, nämlich einen Vater, der glücklich ist darüber, dass der Sohn kommt oder die Tochter kommt. Und das ist ein Stich ins Herz. Also ein Vater hat immer Einfluss. Wenn du Kinder hast, möchte ich dir das sagen, du hast immer Einfluss. Wenn du ein Opa bist, du hast immer Einfluss. Ein Vater ist gesetzt, Einfluss zu haben. Auch wenn die Gesellschaft uns das ein bisschen ausreden will. Nein, es ist so. So, jetzt möchte ich mit euch noch zu guter Letzt drei Dinge besprechen. Und zwar zum einen, ein guter Vater beschützt, ein guter Vater versorgt und ein guter Vater kümmert sich. Also nochmal, ein guter Vater beschützt, ein guter Vater versorgt und ein guter Vater kümmert sich. Drei ganz wichtige Punkte. Ein guter Vater beschützt. Ich möchte mit euch eine Stelle aus Nehemia 4 vorlesen. Nehemia 4, 8. Ich sah mir alles noch einmal genau an, dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig, kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Und dann im Vers 16 heißt es, ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Also Nehemia, der ja Mundschenk des König Artaxerxes war, wurde dann beauftragt von Gott, wirklich die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und dann auf übernatürliche Art und Weise hat er Gunst beim König gefunden, als er dort vorgesprochen hat. Und konnte dann alles sagen, was er braucht, um diese Mauern wieder aufzubauen. Ist dann zum Volk Israel gegangen und hat diese Botschaft vermittelt. Er war einer der grandiosesten Leiter, die es überhaupt in der Bibel gibt. Ja? Also Nehemia, ein Typ, der einfach gedient hat, das war sein Job, ist dann aufgestiegen zu einem Leiter einer ganzen Nation und hat dieses Projekt in Angriff genommen, die Mauern Jerusalems aufzubauen. Und dann hat er diese Vision, die er von Gott bekommen hat, hat er vermittelt an das Volk. Und das Volk ist ihm gefolgt und dann hat das ganze Volk diese Mauer aufgebaut. Und das war natürlich ein angegriffenes Projekt. Und Nehemia war im Endeffekt so eine Art Vater für das Volk in dieser Phase. Er war ein Vater für Israel in dieser Phase, ein Vater, der ein Zuhause baut, ein Vater, der die Familien dort schützen möchte und ihnen ein neues Zuhause geben möchte. Also Nehemia hat hier richtig was bewirkt und was wir hier sehen in dieser Geschichte, ne, die waren dann angegriffen, da gab es dann einige, die sich verschworen haben gegen Nehemia, die dieses Projekt einfach nicht florieren sehen wollten und die gegen die musste er sich dann wehren und dann hat er zu den Männern gesagt, wir arbeiten und wir kämpfen, wir arbeiten und wir kämpfen, wir arbeiten und kämpfen und wir beten auch. Und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn wir sehen, wir Männer sind gerufen zu beten, weil wir Schutz bringen sollen. Schutz, wie bringst du Schutz? Natürlich zuallererst auf der geistlichen Ebene. Du betest, das ist ein geistlicher Kampf, den du führst. Ist eine, ich sage immer, Angriff ist die beste Verteidigung, okay? Du gehst in den Kampf und gehst in Dingen, ja, du musst aktiv werden, ja? Du gehst vorwärts im Gebet, das ist das Erste. Du bringst deine ganze Familie vor Gott. Du fängst an, deine Familie vor Gott zu bewegen. Warum ist das so wichtig? Weil es dein Herz wieder füllt mit Liebe für deine Familie. Wer für seine Familie betet, liebt seine Familie. Weil im Gebet der Vater sein Herz dir offenbart. Wie er deine Kinder, deine Frau und alles sieht. Deswegen natürlich auch für die Gemeinde. Ihr Männer betet für die Gemeinde. Übernehmt Verantwortung. Lasst uns beten. Weil der Kampf immer geistlich ist zuerst. Aber dann natürlich ist er auch ein echter Kampf. Es ist ein echter Kampf. Ja, irgendwann wirst du wieder mit der Realität konfrontiert. Ein Mann, der nur betet, ist kein vollständig guter Beschützer. Sondern ein Mann muss beten. Aber er muss auch arbeiten und kämpfen. Also er muss auch in echt da sein für seine Familie, da sein für seine Gemeinde, wirklich seine Arbeit machen. Und wir sehen das am besten mit dem Beispiel von Israel, als sie in der Wüste waren und das Volk der Amalekiter sie angegriffen hat. Und es war so der erste Krieg gegen Amalek. Ja? Und da war Mose oben auf dem Berg und hat die Hände gehoben und unten hat Aaron gekämpft. Der hatte wirklich den Krieg geführt.
Hätte nur Mose die Hände gehoben, hätten sie den Krieg nicht gewonnen unten. Hätte Josua nur gekämpft, aber oben wäre nicht gebetet worden, hätten sie den Krieg auch nicht gewonnen. Also es braucht Gebet einerseits. Aaron und Hur haben ihn ja die Hände gehoben, der hat dann die Hand hochgehalten und hat gebetet, okay? Also sie haben einmal hier gekämpft auf der Ebene und dann haben sie aber auch wirklich gegen das Volk gekämpft. Und so muss unser Leben auch aussehen und so hat es neben mir im Endeffekt auch vorgelebt und gemeinsam mit den Männern Israels gemacht. Eine weitere Stelle. 1. Petrus 3, 7. Und für euch Männer gilt, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, so wie sie es als die Schwächeren brauchen. Achtet und ehrt sie. Vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt, Männer wie Frauen. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Also nochmal, ja, wir Männer sind stärker, ich habe es vorhin schon gesagt, aber wir müssen unsere Stärke nutzen, ja, um die Frauen und die Kinder zu beschützen, sie zu achten und sie zu ehren. Und nur damit ihr Frauen das versteht, uns Männern geht es eigentlich recht gut damit, dass wir stärker sind. Ja? Also ein Punkt, ne? Also ich möchte nicht, wenn ich aufwache, irgendwie so mit so einem Mann konfrontiert sein. Ja? Ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die total girly ist, die einfach total weiblich ist. Ich liebe das und ich glaube, die meisten Männer können dazu Amen sagen, okay? Ja, wir lieben das, wenn Frauen richtige Frauen sind. Es ist was Herrliches, es ist was Schönes. Ja? Und zweitens, wenn ich wieder die Blanka geärgert habe, ja, dann bin ich froh, dass ich ihr körperlich überlegen bin. Halleluja. Zum eigenen Schutz, nein, Spaß. Ja, ist nur Spaß, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte euch ein Bild zeigen von der Zoe, von meiner Tochter, von meinem Sohn. Könnt ihr mal das Bild einblenden? Kennt ihr den Park? Wir waren da im Playmobil Fun Park und hatten einen kleinen Ausflug. Und das ist so dieses Netz, ja. Und seht ihr, wo ich hier stehe und das Bild mache? Da ist so dieser Holzbalken, seht ihr den? Ja? So, und es gab eine Situation, da ist die Zoe in die andere Richtung zu mir hingeklettert. Ja? Und Blankas Bruder war auch da und die Frau von ihm und die haben da, also ihr Onkel quasi, und die haben dann die Zoe applaudiert, haben gesagt, Mensch, du machst es toll, Zoe, hey, super, weiter. Und ich habe das natürlich auch gemacht. Ne? Und ich habe richtig den Stolz in ihren Augen gesehen. Die ist da geklettert, ne? Und war richtig glücklich und so. Ne? Und dann im letzten Moment, wo sie dann auf das Plateau kommen wollte, ist sie voll mit dem Kopf gegen diesen Holzbalken gekracht, ist zurückgefallen und ist dann durch diese, ne, seht ihr diese Löcher da, ist in eines dieser Löcher fast durchgefallen. Also wäre unten auf dem. Und im letzten Moment, ich habe das dann gesehen, habe ich sie gepackt am Arm und habe sie dann hochreißen können. Gott sei Dank war ich da. Ne? Und dann hat sie geweint, die war natürlich schockiert erstmal wegen dem Schmerz. Aber was ich dann auch gemerkt habe, die war nicht nur schockiert, sondern die war auch. Das war ihr peinlich. Die hat sich geschämt, dass sie dagegen gekracht ist und dann da runtergefallen ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, da waren jetzt diese ganzen Leute und die haben da, ne, die, oh, du Arme, und das war ganz schlimm für sie. Dann habe ich sie aus der Situation genommen und das ist, wo Schutz kommt vom Mann, vom Vater. Der Vater muss schützen. Er muss nicht nur tatsächlich schützen, in dem Moment konnte ich sie schützen. Ich konnte ihr helfen, ich konnte sie vor Schlimmerem bewahren, indem ich sie aus dem Affekt heraus gepackt habe und hochgezogen habe. Das war das eine. Aber ich bin auch zuständig für den Schutz ihrer Seele. Das ist ja genauso wichtig. Also was habe ich gemacht? Ich habe das sofort gecheckt, okay, das ist ja mega unangenehm. Ich habe gesagt, Zoe, wollen wir mal einfach rübergehen? Und da gab es dann so kleine Dinger, ne, so kleine Aufenthaltsorte da, in diesem Spinnendings da. Und dann sind wir da reingeklettert und dann waren wir einfach zu zweit da drin gesessen. Und ich habe sie wirklich rausgenommen aus der Situation und bin dann mit ihr da nochmal durchgegangen. Und das war mega wichtig. Die hat mich dann umarmt und hat mich geküsst und war richtig dankbar. Und ich glaube, solche Situationen sind wichtig. Aber wir Männer müssen auch sowas verstehen. Wir müssen auch diese Ebene ergreifen, diese seelische Ebene. Das ist nicht immer leicht für uns, ja, weil wir sehr problemfixiert sind. Wir wollen die Dinge lösen, aber wir müssen auch die tieferen Probleme erkennen und uns um sie kümmern. Und das war für Zoe ein echter Gamechanger, dass ich sie einfach mitgenommen habe, rausgenommen habe
und dass ich ihr Herz beschwichtigen konnte. Und dann war das wieder gut und er hat dann wieder munter weitergespielt. Und was mich eigentlich schockiert ist, dass für viele Kinder die Hand des Vaters kein Ort der Sicherheit ist, sondern Ort der Angst. Für viele Kinder ist die Hand des Vaters ein Ort der Angst. Ich habe das mal erleben dürfen, war ich früher bei einem Schulfreund zu Besuch und der Vater ist mit seiner Hand gekommen und seine Schwester ist komplett zusammengezuckt. Und da habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht daheim. Der hat Angst oder die hat Angst vor der Hand des Vaters. Das soll eigentlich nicht so sein, sondern die Hand des Vaters soll ein Ort des Schutzes sein. Und ich finde es schön, wenn meine Hand kommt, die Zoe, die nimmt immer meine Hand und ne, sagt, Papa, bleib da, komm, Papa, hier. Ne? Und die ist halt total anhänglich. Und ich finde es süß, die hat keine Angst, weil sie weiß, dass ich sie liebe, über alles lieb. Aber einerseits hast du diese Hand, die Schutz gibt, aber du hast auch die andere Hand, die Gefahr ausstrahlt in Bezug auf den Aggressor, in Bezug auf Menschen, die sich gegen deine Kinder stellen. Und da musst du dann eine geballte Faust haben und musst zeigen, dass du bereit bist, alles zu geben. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir Männer wieder diese Beschützer werden, die wir von Gott her sind. Das ist der Punkt, so ich frage mich jetzt schon, hey, wie würde es sein, wenn dann irgendwann ja, meine Kinder so Teenager sind, 14, 15, 16, wenn dann die Zoe ihr erstes Date nach Hause bringt, der Typ wird von mir kontrolliert und zwar auf allen Ebenen, das ist einfach so. Keine Chance, dass der einfach mit meiner Frau rausgeht und ich werde abchecken, wo sie hingehen. Ja, Gott sei Dank gibt es heute iPhones, die man orten kann, Halleluja. Das wird geortet. Und dann werde ich mich genau dorthin setzen, wo mich nur der Typ sehen kann. Im Rücken meiner Tochter. Ja, du weißt Bescheid. Benimm dich besser. Ich denke, es ist so wichtig, dass einfach wir Schutz geben. Ein guter Vater versorgt. Er versorgt, indem er Ressourcen bereitstellt und dann wird alles wachsen und gedeihen. Okay. Ich werde jetzt ein paar Bibelstellen vorlesen, die dich als jungen Mann vielleicht ein bisschen triggern könnten und deswegen halte ich fest, wird ein bisschen unangenehm, weil es geht um Arbeit. Ja? 1. Mose 2, 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also, ey Leute, Arbeit ist nicht nur eine Konsequenz des Sündenfalls und jetzt muss der Mann hart arbeiten im Schweiße seines Angesichts, sondern Arbeit war etwas, was Gott schon vor dem Sündenfall gegeben und gesetzt hat. Ein Mann soll arbeiten. Es ist gut, wenn der Mann in die Arbeit geht. Es ist nicht gesund, wenn der Mann von Teilzeitjob zu Teilzeitjob springt. Sondern es ist wichtig, dass ein Mann einer ordentlichen Arbeit nachgeht. So. Es wird jetzt noch mal ein bisschen direkter, okay? Seid ihr bereit? Ja. Und im Übrigen hat Gott ihn nicht in den Garten gesetzt, um einen Politiker zu wählen, der von jemandem, der arbeitet, Steuern nimmt, um ihn dann zu bezahlen. Das auch nicht, ja? Sondern ein Mann muss arbeiten. Okay, 2. Thessalonicher 3, 10 bis 12. Schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Trotzdem haben wir gehört, dass einige von euch kein geordnetes Leben führen, nicht arbeiten und sich nur herumtreiben. Was ist mit diesem Herumtreiben gemeint? Das ist genau das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Immer ja, dieses vor der Konsole sitzen, zocken, irgendwelche anderen Sachen machen, also halt rumlungern, sich herumtreiben. Sie alle fordern wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus nachdrücklich auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wer kann dazu Amen sagen? Und für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Selbst zu sorgen. Wir Männer sind gerufen. Und die Schrift, es ist nicht so, naja, aber das ist jetzt in einen bestimmten kulturellen Kontext hineingesprochen, exegetisch gesehen, trifft das auf mich nicht zu. Das ist damals in die damalige Zeit, heute ist das alles anders. Nein, Blödsinn. Genau so ist es und es wird immer so sein, weil ein Mann ein Versorger ist, weil Gott, der Vater im Himmel, unser Versorger ist. Ein Mann ist gesetzt zu versorgen. Und in dem soll er auch ein gutes Vorbild sein für seinen Sohn, damit er in dem auch ihm nachstrebt.
Genau. Und deswegen glaube ich nicht, dass so etwas wie ein universales Grundeinkommen eine gute Sache ist. Ja? Ich glaube, jeder sollte irgendwo sich kümmern, um sein eigenes Haus, Verantwortung übernehmen, indem er arbeiten geht. Ja, und natürlich ist es tragisch und da gibt es auch ein too much, ja, ein zu viel. Es gibt auch wieder die andere Seite, dass es dann Workaholics gibt, die sich in die Arbeit hineinfliehen und sagen, okay, das ist meine Aufgabe und alles andere ist der Frau ihre Aufgabe. Und das ist auch nicht richtig. Ja? Also auch da muss es eine gute Balance geben. Ja, du sollst arbeiten, aber du sollst nicht hier 80, 90 Stunden die Woche arbeiten. Du brauchst auch mal deinen Sabbat. Und wenn die Arbeit zum Götzen wird, ist es auch nicht gesund. Sondern Gott ist dein Gott. Nicht die Arbeit ist dein Gott. Und alles, was mit der Arbeit einhergeht, nämlich Position zu haben, wer sein zu wollen. Ich glaube, viele vergötzen die Arbeit, weil sie dadurch Identität bekommen. Weil sie dadurch wer sind. Aber ich möchte dir sagen heute, du bist jemand in den Augen Gottes. Und du musst niemandem etwas beweisen. Deswegen, Arbeit ist wichtig, hat seinen Platz, aber soll nicht das Einzige sein, was wir tun. Es ist ein Teil unserer Verantwortung. In 1. Timotheus 5, 8, da steht, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit den Glauben, er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Steht in der Bibel. Das sind nicht meine Worte, sondern das ist Gottes Wort. Wer sich weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit den Glauben, er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Also es gibt da keine Ausrede. Such Arbeit und Leute, glaubt mir, jetzt ist der Arbeitsmarkt ja anders als vor 15, 20 Jahren. Du wirst Arbeit finden in unserem Land. Wir brauchen Arbeiter in unserem Land, Amen. Ja, deswegen übernimm das und übernimm da Verantwortung. Der Max Weber war ein deutscher Soziologe und er hat ein Buch über die protestantische Ethik geschrieben. Und er hat darüber geschrieben, dass es eine protestantische Arbeitsethik gab, die zum einen dafür gesorgt hat, dass Amerika wirklich so floriert hat in der Vergangenheit, ist ja mittlerweile anders, und auch Deutschland ein Wirtschaftswunder erlebt hat, weil es Männer gab, die christlich-protestantisch geprägt waren und die deshalb so viel Wohlstand erarbeiten konnten, weil sie Arbeit mit Anbetung verknüpft haben. Ganz wichtig. Sie haben Arbeit mit Anbetung zu Gott verknüpft. Arbeit hat damit zu tun, alles, was du tust, tust du dem Herrn. Und das haben die richtig ernst genommen. Sie wussten nicht nur, der Job des Pastors, der ja offensichtlich ein geistlicher Job ist, ist etwas oder dein Ehrenamt in der Gemeinde ist etwas, wo du Gott dienst, sondern die 40 Stunden die Woche, die du arbeitest, da dienst du Gott, da ehrst du Gott, da betest du Gott an. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn. So ein wichtiger Aspekt. Danke, Max Weber, dass du es uns aufgezeigt hast. Ja. Und dann als letztes ein guter Vater, der kümmert sich halt auch einfach. Ein guter Vater muss fähig sein, eine Beziehung zum Kind aufzunehmen. Und ich glaube, was ganz schlimm ist, ist, dass viele Väter genau da versagen, weil sie zu wenig Zeit haben, weil sie zu gestresst sind, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Sie verziehen sich, sie isolieren sich. Aber genau da fängt Erziehung an. Die Tragik ist, dass ganz, ganz viele Väter keine Autorität mehr haben über ihre Kinder, weil sie einfach sich nicht wirklich mit ihnen auseinandersetzen. Das ist keine Herz-zu-Herz-Beziehung. Da ist kein Fundament gelegt. Da ist nicht dieses Urwissen im Kind, mein Papa, der liebt mich wirklich. Nicht nur in Worten, nicht nur in der Theorie, sondern auch mit seinen Taten. Da ist ein echtes Interesse an mir. Und wenn dieses echte Interesse da ist, dann wird es deine Autorität verstärken im Herzen des Kindes. Wusstest du, dass du natürlich einmal in der Autorität wandeln kannst, die dir von Gott gegeben ist, aber es ist noch viel besser, wenn du auch in der Autorität wandelst, die dein Kind dir ganz freiwillig gibt. Oder deine Frau dir ganz freiwillig gibt. Und das passiert, wenn du liebst und da bist und es zeigst.
Und ich empfand es auch als Pastor schon immer mega schwer, in das Leben eines Menschen hineinzusprechen, von dem ich der Pastor bin, aber ich kenne ihn überhaupt nicht, ich habe keine Beziehung zu ihm. Und oft ist es dann so, dass die Antwort Rebellion ist. Aber wenn dieses Schäfchen weiß, ich kümmere mich vom Herzen um sie, ja, oder um ihn, dann ist da ein Ja auf der Seite und sagt, ja, hey, sprich rein, gerne, ich möchte mich unterordnen, ich möchte mich belehren lassen. Aber wenn du komplett fremd bist und dann hier Autorität übernimmst auf einmal, das kommt mega strange. Das treibt die Kinder eigentlich in der Distanz zu dir und du verlierst sie irgendwann. Und schlimm ist, dass Väter oft erst zu spät anfangen, wenn die Kinder dann 7, 8, 9, 10 sind. Fang an, wenn sie 1, 2, 3, 4 sind. Weil da sind sie noch extrem prägsam. Wenn sie richtig gut prägen. Also wir sind gerufen, uns zu kümmern. Und wie ich schon vorhin sagte, ein Mann ist das Haupt. Die Frage ist, bist du ein gutes Haupt oder bist du ein schlechtes Haupt? Und dann noch eine schockierende Statistik. Nur 2% der Kinder von Frauen, die alleine in die Gemeinde gehen, werden dann auch in der Zukunft in die Gemeinde gehen. Nur 2%. 2% der Kinder, wo nur die Mama in den Gottesdienst geht und der Vater nicht, werden am Ende selber, wenn sie erwachsen sind, in die Gemeinde gehen. Nur 2%. Und die Statistik ist natürlich viel besser, wenn der Vater wirklich in die Gemeinde geht, in den Gottesdienst geht, wenn der Vater sich kümmert um die stille Zeit daheim, um dieses Familiengebet daheim, ja, dann werden die Kinder und vor allem die Söhne folgen. Vor allem die Söhne werden sich ein Beispiel daran nehmen, weil Söhne und Töchter lernen durch ein gelebtes Vorbild. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist etwas zu sagen und es nicht zu tun. Und wie viele Männer habe ich gehört, na, ich bin froh, dass meine Frau in die Gemeinde geht mit den Kindern, das ist gut für die Kinder. Aber für mich, ich brauche das nicht. Das passt schon. Das ist tragisch. Und dann denkst du wirklich, dass dein Kind dann auch zukünftig in die Gemeinde gehen wird, wenn du so eine Haltung an den Tag legst. No way. Auch die Gemeinde braucht Väter, nicht nur Deutschland. Deswegen dieser Appell an uns alle. Lasst uns beten für gute, gesunde und starke Väter. Väter, die sich kümmern, Väter, die beschützen und Väter, die versorgen und ihren Platz einnehmen. Du hast einen Platz. Ich möchte das nochmal sagen. Also du bist viel wichtiger für unser Land, als du denkst. Und wir müssen da eine Gegenbewegung wieder lostreten. Ja, es wird momentan viel über die Rolle der Frau diskutiert. Aber lass uns mal über die Rolle des Mannes diskutieren. Du bist ein Vater und du bist gesetzt. Und du wirst dafür sorgen, wenn dein Herz den Kindern zugewandt ist und andersrum genauso, dann wird Segen kommen, auch auf unsere Nation. Daran habe ich festen Glauben. Wenn wir dazu Amen sagen, lass uns aufstehen.